18% Schaden gegen gesunde Gegner. Guck mal, der ist zum Beispiel, ne? Der macht zwar weniger Grundschaden. 18 Schaden, 7% Schaden. 21 Überwältigungsschaden, Schaden der Fertigkeit, Kategorie Basis. Steht eine Chance von 15%, dass Gegner 2 Sekunden lang betäubt werden, wenn sie euch treffen. Ihr fügt betäubten Gegnern 69% mehr Schaden zu. Oh, das ist aber auch geil. Was macht ihr an Schaden aktuell? Irgendwo bei 350 bin ich, ja. 345. Gut, dir fehlt noch ein Level ein, ne? Die fehlt auch noch ein. Ja, ja, und ich habe auch noch hier ganz klein noch schwache. Also ich will die mal austauschen, warte mal. Plus 7 Stärke, plus 9 Geschicklichkeit. Ihr habt 90% höhere kritische Trefferchance gegen verletzte Gegner, solange ihr gesund seid. Erhaltet nur 18% höhere Kontrollverlustdauer. Haben wir der Uran eingegangen? Zerteilen. 4% Schaden ist zu physisch. Plus 7 Stärke. Für Doppelschwung. Durchschlagender Schuss. Jetzt ein Fähigkeitsfenster verfügbar. Mal eben kurz gucken, wo bringt mir das? Also 448. 445. Ah. War weniger Rüstung. Das ist weniger Rüstung. Beim erneuten Wirken von Doppelschwung innerhalb von einer Sekunde wird ein Staubteufel erzeugt. Grundlegende Fähigkeiten. Oh, grundlegende Fähigkeiten halten 23% Angeschwindigkeit. Oh, das tut aber auch. Oh. Den kannst du natürlich auch gut woanders drauf rollen, ne? Unsere Grundfertigkeit. 23% Angriffsgeschwindigkeit. Achso, warte mal. Ich kann ja beide nehmen, sehe ich gerade. Erhaltet 83 Dornen, solange ihr im Berserkermodus seid. Guck mal, Stellungserzeugung plus 6%. Dornen ist auch, glaube ich, richtig strong. Guck mal, der Helm ist auch deutlich besser. Mehr Rüstung, mehr Leben und einen Rang für Todesstoß. Oha. 15% Widerstand gegen Schatten. Das war doch Schatten gerade am Boden, oder? Vertue ich mich da. Was er hatte. Dieses Grüne oder das. War das. Oder nicht? War das kein Schatten? Ich weiß es nicht. Das Grüne war, glaube ich, Gift, aber das andere vielleicht. Was er da noch hingesetzt hat. Das ist aber auch, ne? Tut auch. Besteht eine Chance von 15%, dass Gegner 2 betäubt, wenn ihr euch treffen. Und wenn sie euch treffen, ihr befügt betäubten Gegner 69% mehr Schaden zu. Also das wird ja noch richtig witzig, wenn wir da mal endlich mal nach und nach alles rausholen können, ne? Ja, da geht schon was mit den verschiedenen Kombinationen von Legendaries und so weiter. Das ist schon interessant. Das Konzept ohne die Sets und so weiter. Aber ist trotzdem schwierig, da irgendwie eine sinnvolle Kombination herauszufinden, sage ja, ich mal. Find, ja, du bist halt jetzt quasi schon so ein Stück weit gezwungen, ne? Also ich will nicht sagen gezwungen. Hey Florian, moin moin. Aus Mecklenburg an den Niederrhein. Ja, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Zurück natürlich. Du bist ja jetzt schon gezwungen, selber dir dein Bild so ein bisschen selber zu... Es gibt ja 1000 Möglichkeiten jetzt, ne? Quasi. Ja, das kommt halt auch noch dazu. Und dann hast du halt irgendwelche Fähigkeitspunkte, die von irgendwelchen Items dann noch bekommst. Und dadurch hast du ja letzten Endes auch noch mal viel mehr Möglichkeiten, gute Items zu haben, sage ich jetzt mal. Ne? Du brauchst ja dann ja halt diese, was weiß ich, +2 auf
Sprung oder keine Ahnung, brauchst du ja nicht auf einem speziellen Item, sondern das brauchst du halt einfach. Ne? Und wenn es dann irgendwo nicht drauf ist, dann passt ja, gut, das schon, wenn es irgendwo anders drauf ist. Der Weg wird ja sein, ne, dass du in die Richtung gehst, also wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, dass man versucht natürlich viele Aspekte oder Affixe zu finden, wo du sagst, okay, zum Beispiel, weiß nicht, du hast jetzt plus eins Rang auf, weiß nicht, zum Beispiel bei mir ist jetzt hier Zorn des Berserkers oder auf keine Ahnung, oder auf dem Kriegsschrei. So, dass du dann von Grund auf irgendwie entweder machst du das Ding, dass du dann, weiß ich nicht, anstatt 5 hast du dann 7 Punkte drauf oder nimmst halt die 5 Punkte mit und verteilst sie hier oben dann nochmal separat, weißt du? Ja, ja, genau, das meine ich ja. Ja. Das halt, aber wenn du dann ein neues Item bekommst, dann musst du theoretisch direkt neu umskillen, um deine Werte beizubehalten und, ne, das oh, meine ich halt. Ja, der Ludo schreibt gerade, es gibt wohl einen Kopfschutz, Harlequin Quest, welches dir plus 2 auf alles gab. Oh, das ist natürlich auch so ein... Das ist natürlich richtig OP, ne, wenn du auf alles plus 2 hast. Wollen wir eben so ein Stronghold noch machen, Desi? Oh ja, wir haben gestern, wollten wir doch noch machen, ne, hier. Malnok. Ich sehe den leider nicht, da müsstest du eben... Ja. Malnok, lieber Jafuri, bist du dabei? Ja, sicher. Wir können es hier oben hinbohren. Vorher habe ich nämlich auch so, die 3 Kartenabschnitte voll mit den Belohnungen. Gibt ja auch nochmal einen Skillpunkt. Mal eben hier nochmal eben gucken, ob ich noch reparieren muss oder irgendwelche Sachen wegschmeißen. Hast du die schon gefunden, Jafuri? Diesen Malnok. Achso, Jafuri meine ich. Malnok, ja, ich meinte gerade Ludus hier, diesen Kopfschutz. Mal alles in die Truhe rein. Ach, guck mal hier diese... Warte mal, hä? Das war doch gestern, war die Quest doch noch woanders. Du meinst hier Stronghold? Oh, in der Closed, ja. Okay. Schon gut. Ne, hier diese... vorrangige Quest von dem Barb, Meister des Kampfes. Da ganz links auf der Map, da kommt man ja gar nicht hin. Achso, ja. Grundfertiger. Oh, warum soll ich den Ring denn nicht einsetzen? Ich bin ja doof, wenn ich das nicht mache. 7% kritischer Schaden. 17. Ne, den muss ich gleich nochmal einsetzen. Das spare ich mal auf Seite. Warte. Der kann noch kaputt gemacht werden. Der kann kaputt gemacht werden. Der kann kaputt. Der kann kaputt. Der auch. Das schmeißen wir dann mal da rein. Ja, da. Das kann auch weg. Aber das macht ja Sinn, dass man das dann irgendwie extrahiert, ne? Ich muss mal eben kurz noch fix bei den Ringen gucken. Der kann weg. Widerstand gegen Feuer, 1 plus 1,3% gesamte Rüstung. Und von Gegnern Barriereerzeugung, Reduktion und Schaden, 11 gegen Blitz. Aber die hat weniger Rüstung und deutlich weniger, minus 100. Ne, komm, tun weg. Und da gucke ich nochmal eben. Grundfertigkeit haben 30% Angriffsgeschwindigkeit. 30% einfach so auf die Grundfertigkeit, finde ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht wenig, ne? Plus 30 Leben.
Plus 7 Wut, naja. Aber die Ringe kannst du ja nochmal wegtun. Ach, guck mal, der macht noch mal ein bisschen mehr Schaden. Dann schmeißt du den auch rein. Hast du denn jetzt mittlerweile in der Close alles entdeckt, Ludius? Oder habt ihr die Story schon zu Ende gespielt eigentlich? Nee. Ich werde jetzt auch nicht großartig weiterspielen. Ich mache jetzt hier noch meinen Kartenabschnitt vor, dass der Necro die 2 extra Skillpunkte hat. Und dann werde ich nächstes Wochenende noch mal ein bisschen reinklotzen. Come back if you need work. Hey, warte mal, wo konnte ich denn jetzt die Sachen umrollen? Hab's keine Story oder Quest, okay. Achso, ja, ne, ich meinte jetzt hier in, ja. Gibt ja einmal Close und einmal nicht Close, ne? Also ich meinte jetzt hier, für mich ist das die Close-Beta. Wenn ich dann diese meine ich hier, Ludus. Für mich ist das die Close-Beta. Oder nennen sie Vorbestellung. Willkommen in der Abo-Fall. Anke. Guten Morgen, Desmaniamon, 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 Desmaniamon. Yeah. Ronin, moin, dankeschön. Willkommen zurück im 17. Dankeschön. Das ist die Bezahlbeta. Ja, dann nennen sie die Bezahlbeta. Ist mir auch recht. Und Screenshots machen. Ah, okay, ja. Moin, Tricky noch. Guten Morgen natürlich auch an Ronin. Wie geht's hier? Oh, ich habe gar keine Muscheln verteilt. Frechheit. Da bist du eigentlich schon so früh wach, Jafuri? Oder bist du noch wach? Naja, ich sage mal, ich habe mich zwischendurch ein bisschen ausgeruht. Jetzt aber, wo wir müssen hier unten. Konnte man nochmal Sachen umschmieden? Also Stats umrollen, das war doch beim Okkultisten, oder nicht? Ne, du bist da, oder du musst einen. Ich sehe das auf der Karte gerade nicht, weil du umschmieden. Wolltest du was runter? Ach nee, schon gut. Gegenstand verzaubern, passt schon, alles ja. Gut. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe noch eine blaue Quest entdeckt. Ja, die ist hier noch. Hier sind noch einige Quests, die man machen kann, ne? Ja, genau, was du hast. Links bei das Affix, ja. Ja. Also ich habe bis Level 25 gespielt und habe halt alles an Quests, glaube ich, auch, also alles, was ich gefunden habe, habe ich irgendwie mitgenommen. Also das kommt ja, also gut, wir haben blaue Quests haben wir noch überwiegend ausgelassen, weil wir erstmal so ein bisschen Fortschritt machen wollen. Ja, habe ich anfangs auch. Und dann habe ich die dann alle noch gemacht, irgendwie. Aber guck mal, dann kommt ja heute um 9 Uhr nochmal der World Boss und können wir den ja nochmal machen. Ich komme. Ich porte mich. Ja, wir stehen hier. Ist der Dienst schon losgelaufen? Ah, der Jafuri läuft schon. Das Tonga fand ich mich gestern auch sehr interessant. Wir sind ja gestern auch ein paar Mal gestorben drin. Zu zweit. Stronghold war ich noch nicht, glaube ich. Was ist das? Wo ist das? Da unten, wo wir jetzt hinlaufen. Also. Das ist also wie so ein Event-Ereignis. Auch wo du nachher den Boss hast, den du dann legen musst. Und wir sind da gestern bei dem Boss ein paar Mal gestorben, ey. Ja, aber das war, also, da hat das Gear wahrscheinlich auch nicht gestimmt und dann halt auch zu zweit, wie gesagt, zu dritt war das ja dann easy. Ja gut, das war dann, aber weil wir dann ein bisschen umgestellt haben, ne? Mal halt mal gucken. Alter, die 30% Angriffsgeschwindigkeit, die machen sich aber jetzt schon bemerkbar, ne? Oha. Na gut, mit dem Skill bin ich aber nicht zufrieden. Da, Stützpunkt. Ich hab grad auch umgestellt auf Wirbelwind.
Weil ich da ein Item hab, was da, wo das skaliert, aber irgendwie hab ich mir da auch mehr von erwartet. Annehmen. So, was haben wir denn hier? Findet ihr da raus, woher der Sturm kommt? Dann tun wir das doch mal. Ja, das habe ich schon mal alleine gemacht, hier den Kram mit dem Sturm, aber dann... Komm mal hoch. Das finde ich übrigens nämlich auch richtig gut, ne? Oh, guck mal hier, war noch einer. Dass man hier so klettern kann und sowas, ne? Ja, ist schon schön gemacht. Finde ich irgendwie, passt irgendwie auch zu. Also da sieht man ja schon, dass sie ein bisschen weiter gedacht haben, dass das natürlich alles ein bisschen weiter ist, ne? Schon. Da ist der doch schon, oder? Das macht ja gar keinen Schaden hier, dieser Wirbelwind. Ach nee, der ist... Ah, vorne doch, oder? Ich glaube, da müssen wir hin. Hier oben ist noch eine Kiste. Ja. Nur Gelbes. Ich muss mal eben umscannen. Wartet mal. Das ist. Der Skill ist kacke. Oh, plus 47 Schaden. Ist auch frech, ne? Sogar schon wieder mehr Schaden. Weißt du denn, was machst du Schaden im Moment, Ludius? Also ist da dein? Das würde mich doch mal interessieren. Jemand gibt, der weitere 1000 Schaden macht. Du meinst von den Werten mit dem Schaden oder von den Schadenzahlen an sich? Nee, von den Werten, ja. Die sind schon schön. Oh, eine Armbrust, Leggy. Auch nicht schlecht. Taugt die denn was? Warte. Ah, da kommt der Sturm her. Inventarschaden, aber den Crit-Bild, da kommen wir schon so auf die 2K, okay. Ich denke mal, du wirst auch schon alles erledigt haben, ne? Also jetzt auch die ganzen Sidequests wahrscheinlich, ne? Also nach dem Kaffee, ja, okay. Den Kaffee, glaube ich, hole ich mir gleich auch noch. Ja, das ist keine schlechte Idee. Das ist auch cool mit dem Gleiten, ne? Finde ich auch nice. Hier links ist noch was. So, die wurde da oben. Ja, kommen wir nach oben.
ready yet. Einfach mit. Oh ja. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Na, Druck da. Ey, ich bin schon eingefroren. Frechheit. Gibt's denn schon, hat jemand schon mal geguckt, ob es schon irgendwelche Art von Builds gibt hier? Ob jemand schon irgendwas rausgefunden hat? Ich habe noch nicht geguckt, aber ich denke mal, das macht auch wenig Sinn, weil man ja noch, ja. Also, beziehungsweise es macht schon Sinn, wenn man da irgendwie Content draus machen will oder ja, so. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber letzten Endes aus Nutzerperspektive, sag ich mal, mit Level 25 in der Beta irgendwie, das ist ja noch nichts Endgültiges. Und ja gut, aber geht da schon mal, man kann da schon mal quasi in die Richtung gucken, ne? Ja, ja, das wäre schon interessant zu wissen, ob es irgendwie Sinn macht, überhaupt. Ja. Irgendwie Builds zu erstellen. Also es gibt sicherlich irgendwie Kombinationen aus Affixen oder so, die Sinn machen oder weniger Sinn machen. Guck mal hier, ich kann einmal draufhauen. Das ist okay. Ja, er muss mit Shift muss das Ding angreifen, das sonst klappt das nicht. Und so Dinger, da müssen die nochmal dran, aber. Das war auch diesen, diese Raserei, ne? Ja, ich habe auch irgendwie das dann 30% mehr Schaden oder sowas. Bis Level 50 und alle Dungeons kannst du spielen, was du willst. Dann aufwerten und dann... Ah, okay. Nicht. Ja, aber wie ist das? Ja, aber das ist ja das Ding, wenn du alleine spielst, ist es ja okay, aber wenn du in der Gruppe spielen willst, ist er natürlich schon wieder, da ist er dann schon wieder nachher also definitiv Richtung Meta gefragt, ne? Ja. Aber hier habe ich ein Déjà-vu, ist ein bisschen wie in Anno, ne? Du kannst es so spielen oder du kannst es so spielen. Das bleibt jedem selber überlassen. Kann man runterklettern, so, nee, obwohl nee. Das Eis noch da ist. Ja? Ja. Warte mal. Ja. Aber irgendwie klappt es trotzdem nicht. Nee. Guck mal, das Eis hält schon mehr aus wie mancher Gegner, ey. Das ist noch einer, der versteckt sich ja doch wohl noch. Höchst ungewöhnlicher Ort. Gab es eigentlich mal die Möglichkeit, dass man gewisse Dinger speichern kann? Dass man einfach nur schnell wechseln kann? Gab es, glaube ich, mal, oder? So Skillungen? Oder vertue ich mich da? Weiß ich gerade gar nicht, ob es das bei Diablo 3 irgendwann gab. Da konntest du Set speichern in D3. Ich meinte jetzt zum Beispiel, dass du sagst, okay, du hast ja jetzt für den Run, hast du den die Skillung halt, ne? Ja. Du das konntest deine ganzen Sets und alles in D3 abspeichern. Stimmt, ja. Hättest du so eine Garderobe oder so. Ja, aber die ist auch irgendwann erst mit irgendeiner Season mit hingekommen. Ja. Davon abgesehen, aber konnte man. Oh, der macht, aber. Ja, der ist ein bisschen stärker, ne?
erhöht, ja, habe ich nicht gesehen. Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwann kam das nochmal, ne? Aua. Au, au, vielleicht sollten wir... Ja, genau. Ach, den habe ich doch alleine schon mal gemacht hier. Ja, dann können wir jetzt nach Hause gehen, Desi. Ja, okay, ja. Ich würde sagen, komm auf jeden Fall nach Hause, ey. Wenn du den schon alleine schon erledigt hast. Ja, glaube ich zumindest. Also ich weiß nicht, ob ich, weiß nicht hundertprozentig, ob ich ihn geschafft habe, aber doch, ich habe den geschafft. Einmal habe ich ihn nicht geschafft und dann habe ich es nochmal probiert. Und dann habe ich es richtig knapp, dann... Olgi, moin! Den stellt Papa mit, ja genau, so kann man sagen, ja. Au! Ach, ich wollte mir nur die Dings rausholen, Mensch. Wenn ich kenne, gibt es einen Kleiderschrank, da geht das vielleicht. Das sollen wir mal gucken, ob das geht. Au! Ja, ist glaube ich bisher nur für Cosmetics. Ja, ich glaube eigentlich auch, ja. Immer so, ist ja wie so ein Mini-World-Boss, ne? Den war eigentlich schaffen. Das Wirbeln macht echt wesentlich weniger Schaden als das, was ich vorher benutzt habe, aber dafür kann ich halt fast komplett durchwirbeln die ganze Zeit. Das haben wir gleich. Und... Zumindest ein Legend. Ich habe ein blaues und ein gelbes Item. Ach, guck mal. Ich dachte, ich habe hier noch ein paar Gegner, Junge. Ah! Ey, was ist das denn? Ich habe irgendwas angeklickt. Ah, okay. Ich bin fast gestorben, du hast mich da weggeholt. Echt? Ja. Ich habe hier so einen Schrein angeklickt. Was war das? War das? Ja, jetzt ist das eine Stadt. Ah, nice. Ah, wir können, wir können hier die Belohnung einfordern, ne? 25.000 Gold und ein Fertigkeitspunkt, dann immer noch mit. Schwupp. Was? Wo? Bei wem? Hier, Regionsfortschritt. Unter M. Unter M, ja. Achso, ja, das habe ich schon. So, und das nächste Ansehen, das ist natürlich gesperrt, ne? Da kommen wir wahrscheinlich ja nicht hin, ne? Ey, Doc, wunderschönen guten Morgen. Da braucht man hier Schwierigkeitsstufe 3 für. Ja. Bin mal kurz auf Toilette. Ludius oder Obi, seid ihr da? Warte, können wir einen Fertigkeitspunkt verwenden? Ah, das finde ich gut. Nur. Ich habe gestern einen Dungeon gemacht, da habe ich für den Jäger das rausgeholt, diese Grundfertigkeit, dass ich einem Elite-Gegner Schaden zufüge und bekomme da 5 Energie zurück. Kann ich das eigentlich stacken, wenn ich das auf 2 oder 3 Schmuckteile crafte? Geht das? Aber du kannst mit Waffen wechseln, kannst du dir Wut erzeugen? Ja, aber die Skillung, die ich habe, die ist kacke. Da. Okay, danke. Auf jeden Fall, Doc. Definitiv, definitiv. Sind ja jetzt schon einmal Level 20, ne? Level 25 und haben jetzt gerade auch schon mal den World Boss gelegt, nachdem wir da zigmal gestorben sind. Aber auf jeden Fall. Also ich habe es ja früher schon ganz gerne gespielt, also Diablo 3 eigentlich, ne? Und irgendwann natürlich, klar, hat sich das natürlich immer wiederholt und dann kam irgendwann Anno, ne? Dann hat die Anno-Sucht reingekickt über fast 3 Jahre. Und und jetzt dachte ich mir, warum soll man sich das nicht mal nochmal die Klaus-Beta angucken? Warum auch nicht?